Hallo Leute und damit herzlichst willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Wir spielen heute eine kleine Runde Bed Wars 8.1 auf der Map Miniland. Wir spielen ganz normales Bed Wars mit Anti-Reduce Plugin. Wash ist nicht so mein Fall. Und wir müssen mal gucken, der Basti G-Skin da neben mir, der speedet hier schon richtig los, Alter. Wisst ihr? Wir haben es so früh um 10. Und die Leute sind schon wieder hier am Durchrasten. Also, guckt euch den Typen an. Er ist richtige Legende, ich schwör's euch, Mann. Bastige AG-Skin in Bed Wars. What's up? So, GG auf jeden Fall damit an dich. Und ich habe heute kein großes Thema dabei. Ich habe jetzt nur so ein kleines, gechilltes Commentary. Mit ein bisschen Gameplay im Hintergrund. Und, what the fuck, wie habe ich denn da gerade verschissen? Habt ihr das gesehen, oder? Ich habe so übel vertimed. Ich weiß nicht, das Schlimme ist, ich weiß immer nicht, ob man meine Mouse Abuses in der Aufnahme jetzt hört oder nicht. Weil ich zurzeit so ein bisschen mit dem Pegel meines Mikrofons rumspiele. Weil ich ehrlich gesagt keinen Bock mehr auf diese Mouse Abuse Sounds hab. Nur, ja, Geld für ein neues Mikro ist halt immer noch nicht am Start. Wir müssen mal sehen, die prügeln sich da hinten. Ich mische mich da jetzt mal ein. Und ignoriere den Typen da ganz entspannt. Und der macht jetzt, der will nicht ernsthaft Bettenstil machen. Wirklich. Andere Leute würden runterspringen, er macht Bettenstil. Ja. Ich muss mich mal beeilen, weil ich habe schon wieder ein Gefühl, dass ich so hier ein bisschen gebacksteppt werde und also ein Kack. What? Ja, moin. Wisst ihr, ich schlag nicht in die Hitbox von ihm. Ich schlag erstmal in die Hitbox des Grasblocks oder des Grases? Sagt man Grases? Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall schlage ich erstmal in die Hitbox davon und nicht von ihm. Naja, wir müssen mal sehen hier. Ich denke mal, die Runde wird nice, Leute. Ich habe das hier schon wieder im Gefühl. Mein Bed Wars Gott hat mir ins Ohr geflüstert, dass die Runde was wird hier. Ich sollte jetzt nur mal hier den einen entscheidenden Gegner hier bekommen. Der schon wieder meint, der Höhenvorteil bringt ihm was. Naja, ich war dann doch eher in dem Höhenvorteil und ich muss mich beeilen. Ich habe schon wieder richtig gar keinen Bock darauf, dass ich hier weggebacksteppt werde. What the fuck, wie konnte ich den gerade jetzt nicht bekommen? Wie ging das? Ich hoffe einfach mal, dass er sich jetzt nicht zum Gold baut, was ich ihm zutrauen würde, was er auch definitiv gerade beim Machen ist. Ach du Scheiße, nee. Jetzt muss ich mich nochmal richtig beeilen. Ah, er ist runtergefallen. Okay. Dann doch nicht. Weil ich wollte mir jetzt eigentlich zuerst das Gold snacken, bevor er es hat. So wäre halt so ein kleiner Vorteil gewesen. Und ich hab schon wieder keine Blöcke. Also wirklich. Und er weiß ganz genau, dass sein Rush ist. Er weiß es ganz genau. LOL. What the fuck? Habt ihr das gesehen? Hey, ich muss das ganz kurz nochmal aus der Fleißig-Perspektive einblenden. Don't waste my time. I ain't got shit to say, I got people for that, don't waste my time. Ain't got no motherfucking gin in the spot when I come, don't waste my time. Ain't got no motherfucking girls that's out, whoa, whoa, don't waste my time. Sah ja gerade so aus, als hätte ich so absolut gar kein Knockback bekommen. Aber ich glaube, hinter mir war einfach nur ein Block oder so. Keine Ahnung. Naja, GG für die Runde. Ich blende euch das jetzt nochmal aus der Fleißsicht ein. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Schreibt mir gerne mal einen Kommentar. Und bis zum nächsten Mal.